Konnichiwa! Herzlich willkommen, Mayu! Zu einem neuen Video. Ein neues Video, ja. Zu was? Über was? Das Thema, weißt du es? Glückliche Beziehung. Glückliche Beziehung. Und zwar eine glückliche internationale Beziehung. Wir haben gedacht, wir reden mal ein bisschen darüber, weil wir nächsten Monat, am 4.12. schon 4 Jahre zusammen sind. Und wir sind im Dezember schon 2,5 Jahre verheiratet. Das ist schon eine relativ lange Zeit und wenn man sich mal so ein bisschen Statistiken anguckt von internationalen Paaren oder internationalen Heiraten, dann sieht man, dass, weit, glaube ich, über 50% schon im ersten Jahr oder in den ersten 2 Jahren dann in die Brüche gehen, weil es halt doch nicht ganz einfach ist. Was ist deine Meinung, Mai? Ist es einfach, mit mir zusammenzuleben, mit so einem Typen aus einem anderen Land? Ist schon schwierig. Ist schon schwierig. Was ist denn schwierig? Also, was sind so die Punkte, wo du sagst, das finde ich manchmal schwierig? Also, Common Sense ist anders. Ja, also, ja, unter Common Sense meinst du so die Allgemeinbildung oder das, also, was man... Das, was man normal findet. Ja. Findest du nicht normal? Ja, natürlich nicht. Hast du ein Beispiel? Aber in Japan ist das normal, weißt du? So denke ich, aber du denkst nicht so... Dann ist dann schwierig. Also zum Beispiel vielleicht sowas, was zum Problem führen kann, was bei uns, finde ich, jetzt kein Problem ist. Aber jemand in Deutschland zieht die Schuhe nicht aus in der Wohnung zum Beispiel. Und sowas, also das ist damit gemeint, Common Sense. Ne? Aus also Kultur... Kulturunterschiede, gesellschaftliche Unterschiede. Kulturschock. Ne? Sowas. Ja, dann regt dich das auf, wenn ich das dann nicht weiß. Also ich mache das ja nicht böse zum Beispiel, sondern ich weiß das ja einfach nicht. Warum musst du das, denke ich. So. Ja, okay, aber das denke ich vielleicht manchmal auch, ne? Weil halt wirklich, das ist auch, finde ich, ein großer Punkt oder wenn nicht sogar der schwierigste Punkt, dadurch, dass man Dinge anders macht und am Anfang in der Beziehung hat man vielleicht noch Verständnis. Man denkt, ach ja, die andere Person ist ja ein Deutscher, ach ja, ist ja eine Japanerin, ne? Man kennt sich noch nicht so gut, aber irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo man denkt, jetzt lebt man schon ein paar Jahre zusammen und der kann das immer noch nicht oder der macht das immer noch nicht anders. Was soll aber das? Aber du arbeitest daran. Ja. So, du möchtest dich verbessern. Ja. Also du möchtest mir passen. Und du nicht, ne? Nein, Mayu passt sich auch an. Also so ist es jetzt nicht, ne? Mayu gibt sich auch Mühe und Mayu passt sich auch schon an. Ja, ich glaube, ne? Ich muss nicht anpassen. Weil japanische Regeln sind so stärker oder so anstrengender. Ja, also sagen wir mal so, aus meiner Sicht ist das so, die Japaner haben sehr viele Regeln. Also auch Deutsche haben viele Regeln im Vergleich zu anderen Ländern. Aber Japaner haben sehr viele Regeln und die sind teilweise sehr strikt und es gibt nicht so viel Freiheiten. So, und ich glaube, aber das ist jetzt vielleicht, ja, kann auch ein bisschen was mit Japan zu tun haben. Oder es kann auch sein, dass ich sehr anstrengend. Ja, du bist sehr, dich nerven schneller Dinge, die mich nicht nerven. Ja, aber ich glaube, das ist... Und ich erwarte von jemandem, dass er so macht, als ich denke. Wie ich denke, ja. Wie ich denke. Ja, und du erwartest, dass sich jemand anpasst? Nein, ich erwarte das, dass er das macht. Ja, weil du es so machen würdest? Ja. Ja. Ja, da, okay, das ist vielleicht auch ein bisschen Mayu, nicht jetzt unbedingt nur so japanischer Unterschied, ja, also klar, in einer normalen Beziehung auch in Deutschland, man hat vielleicht, ne, ist nicht der gleiche Typ und so und da muss man natürlich auch zueinander finden, das ist ganz klar, denke ich, aber das ist eben mit einer der größten Punkte, denke ich, in einer internationalen Beziehung oder jetzt japanisch-deutsch Beziehung, dass man eben guckt, was möchte der anderen, wie ist der Common Sense und dass man da auf einen Nenner kommt, ne, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ich glaube, normale Japanerinnen würden nichts sagen. Ja. Also du würdest sagen, unter den Japanerinnen bist du schon ein bisschen... Ich bin der so Meinungsmensch. Ja, aber ich glaube, deswegen funktioniert das bei uns auch gut, weil du der Meinungsmensch bist. Also das, denke ich, ist auch wichtig. Viele Japanerinnen habe ich zumindest so kennengelernt, dass sie halt wirklich nicht viel sagen. Und ich weiß auch von anderen Deutschen, die mit Japanerinnen in Beziehungen schon waren, dass die gesagt haben, irgendwann war die einfach sauer auf mich. Und ich habe nicht verstanden, warum die sauer auf mich war. Und die hat mir das nicht gesagt. Und 6 Wochen lang war die auf mich sauer, bis wir uns getrennt haben. Und ich weiß gar nichts. Würdest du das so beschreiben von dem, was du so mitbekommst oder als Japanerin selbst? Man sagt dem Mann nicht, warum man sauer ist, sondern
ihr möchtet, dass so, er Herr alleine... Japaner reden nicht über Streit oder so, wir mögen die Diskussion gar nicht. Ja. Sondern ihr wettet oder ihr wollt, dass der Partner versteht, was er falsch gemacht hat, sich vielleicht dafür entschuldigt und es dann nicht mehr so macht. Ja. Aber man bringt man das... Man sagt nichts. Ja, man legt das nicht auf den Tisch, auf den Teller und zerschneidet das und sagt, hier, das oder so, ne? Sondern es ist sehr unterbewusst vielleicht so. Ja, das stimmt. Und das ist, glaube ich... So sehr so ein... Tomawari? So hinten herum. Ja. Ne? Hinten herum. Das stimmt, ja. Ich glaube, das ist auch wirklich der schwierigste Punkt in der deutsch-japanischen Beziehung. Also für die Leute von euch... Ah, das ist bei Männern im Übrigen auch so. Männer sagen in der Regel ja auch nichts, japanische Männer. Auch in der Beziehung. Also wenn ihr jetzt eine Frau seid und überlegt mit einem Japaner oder so. Ja, aber kann sein, dass die Japaner, die internationale Beziehung haben, sind stärker oder sind... Offener. Ja. Ja, definitiv. Definitiv. Auf jeden Fall. Als die normalen Japaner. Ja. Also ich weiß nicht, was normal ist, aber... Nee, das finde ich auch. Weißt du? Ja. Also die Japaner, die nur mit Japaner zu tun haben. Genau. Deswegen, wenn man, sage ich mal, als Deutscher, man kommt nach Japan und man kann nicht ganz so gut Japanisch, dann trifft man ja nur auf Japaner, die auch Englisch oder Deutsch können, weil wie soll man sich sonst unterhalten? Und wenn man auf solche Japaner trifft, dann sind die schon ein bisschen offener, die finden das meistens ganz cool, dass die im Ausland mehr die Meinung sagen und da hat man einen besseren Match. Wenn man aber jetzt zum Beispiel mit sehr guten Japanischkenntnissen nach Japan kommt und sagt, ich möchte wirklich in japanische Gesellschaft rein, ich möchte vielleicht eine japanische Frau, einen japanischen Mann haben, aber jemanden, der hier in Japan wirklich lebt und gar kein Interesse am Ausland hat, dann hat man natürlich die Probleme viel stärker, weil die Leute meistens gar nicht so offen sind. Ne? Und da muss man sich dran gewöhnen. Aber das ist wirklich eins der größten Dinge, finde ich, die ich euch auch als Tipp mitgeben kann, denke ich, dass ihr euch bewusst machen müsst, dass Japaner immer alles hintenrum machen. Es wird selten was direkt ins Gesicht gesagt. Auch unter den Freunde auch. Ja, ja. Also, Freundschaft. Ja, ist auch ich so. Ich sag ja nichts. Nee. Weißt du? Zu dir sage ich viel, aber zu den Freundinnen... Wenn dich was stört, sagst du nicht. Du bist hinterher sauer, du regst dich auf und du lässt die das auch spüren, indem du nicht mehr antwortest oder was weiß ich was. Aber es ist nicht so, dass die vielleicht direkt wissen, warum du sauer bist oder ob du sauer bist oder was sie falsch gemacht haben, sondern da müssen die dann drüber nachdenken. Und aus meiner Sicht ist das sehr anstrengend. Weil ich bin absolut der direkte Typ eigentlich. Also hier im Tischtennisverein oder so, da finde ich das sehr angenehm. Ich finde, das hat was sehr Angenehmes, weil man sich schnell aus der Affäre ziehen kann. Wenn ich sage, ich muss arbeiten, dann akzeptiert das jeder im Tischtennisverein. Ich kann nicht zum Training kommen, weil ich arbeiten muss. Niemand fragt. In Deutschland wäre vielleicht so, ach Kevin, arbeite doch nicht so viel oder so. Also man kann sehr leicht was absagen oder man kann sehr leicht sich zurückziehen, ohne dass irgendeiner schlecht über einen denkt. Das finde ich ist was sehr Angenehmes, aber auf der anderen Seite weiß man halt auch nie so wirklich, wo ist man jetzt dran. Und deswegen kann ich, oder würdest du das auch als Tipp so geben, finde ich ist ein guter Tipp für eine internationale Beziehung, dass man wirklich miteinander redet. Ja, also ja nicht nur für internationales, ja, internationale klar, Beziehungen, generell. Sondern auch für japanische Ehepaare und so. Sie müssen reden. Sie müssen reden, ja. Also generell. Das stimmt natürlich. Ne? Es gilt auch für deutsche Beziehungen. Aber ich denke, bei einer internationalen Beziehung ist es noch mal mehr wichtiger, weil man eben diesen unterschiedlichen Common Sense noch mit dabei hat. Wie gefällt dir das denn? Du bist ja eher so die Person, die ja schon eher redet als andere Japaner, aber vielleicht jetzt auch es nicht so sehr mag, die ganze Zeit zu reden. Findest du mich manchmal ätzend, weil ich immer rede? Ja. 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 Ja, aber findest du das besser zu reden oder denkst du, wir würden besser klarkommen, wenn wir es nicht tun würden? Du hast ganz Zeit geredet. Du hast noch nie so deine Klappe gehalten. Ja, aber du sagst doch auch schon mal gerne was, oder nicht? Also am Anfang hast du gar nichts gesagt. Nie. So, wenn wir Streit hatten oder so. Jetzt sagst du schon mal. Ja.
am Anfang hast du dich einfach irgendwo hingelegt und hast einfach nichts gesagt und hast geschlafen und dann war's das. Jetzt sagst du schon mehr. Aber ich finde, dass man dadurch auch besser weiß, so wie man zurechtkommt, oder nicht? Dann, ich habe doch zu dir angepasst. Ja, da hast du ein bisschen angepasst, ja. Ja, aber ich verstehe auch nicht, wie man sonst... Also weißt du, wenn man nicht redet, kann man nichts klären, finde ich immer. So. Ja, so findest du immer. Ja, ich verstehe das japanische System, aber guck mal, wenn du japanische Couples anguckst, auch im Fernsehen und sowas da manchmal kommt... Die haben Couples. Die haben doch auch irgendwie Probleme dadurch, dass sie nicht reden, oder nicht? Hm. Ja, weil halt nie... Der eine weiß nie, ob der andere einen noch liebt. Das ist auch eine Geschichte, oder? Japaner sagen wenig, dass sie sich lieben, in der Beziehung auch, gegenseitig. Findest du das besser, dass man sich das sagt? Ja. 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 Ja, findest du schon? Das, wolltest du deswegen auch vielleicht einen Ausländer haben, weil er das öfter sagt? Ja, ja. Ja, das war ein Grund. Ja, ja. Ausländer sind mehr so Gentlemen ja. Und sie, also ausländische Männer... Also nicht Ausländer alle, sondern Europäer vielleicht. Mhm. Oder Deutscher oder du, weiß ich nicht. Gibst mehr für mich. Ich geb mehr. Zu Küsse. Du denkst immer an mich. Mhm. Ja. Du denkst immer, was mich... Freude macht. Ja. Du denkst. Ja, man versucht für den anderen was zu machen vielleicht. Ja. So, man versucht dem anderen zu helfen und gegenseitig. Irgendwie, ich glaube, japanische Männer sind was? Egoistisch. Ja. Weil in Japan. Ich glaube. In Japan ist so ein. Also es gibt so ein Bild. Mädchen mögen Jungs als Jungs. Mädchen. Mädchen. Ja, ja. Mädchen sind verrückter nach den Jungs und ja. Das gibt es in Deutschland, glaube ich, auch so ein bisschen. Ja. In letzter Zeit ein bisschen anders. Es war ja auch in Japan eigentlich nur so, dass Männer den Frauen sagen, hier, Bokuto tsukiatte kudasai, geh mal mit mir. Aber in letzter Zeit ist es ja auch immer öfter so, dass Frauen den Männern ihre Liebe gestehen und dadurch die Beziehung anfängt. Ne? Aber das Ideal ist ja eigentlich andersrum in Japan, dass der Mann die Frau fragt, möchtest du mit mir gehen? Ich glaube, in Japan ist alles halt, wir haben ja eben gesagt, alles hintenrum. Und ich glaube, mit der Liebe eben auch so. Also ich habe mal gehört, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört habe, aber dass zum Beispiel auch Frauen den Männern nie sagen, ich liebe dich. Und die Männer den Frauen auch selten sagen, ich liebe dich. Und das ist interessant, weil in japanischen Fernsehserien kommt ja manchmal dann so irgendwie... Ja, die helfen bei Monitoring oder so, helfen den Männern, dass die Männer den Frauen mal sagen, ich liebe dich oder so. Und das ist so riesen Ding einfach so. Wow, er hat ihr gesagt, dass er sie liebt. So. Oh nein! Das passiert in der Beziehung nämlich sonst eigentlich nicht oder nur sehr selten. Und das ist in Deutschland ja komplett anders. Aber ich glaube, dass halt durch einen Bento zum Beispiel oder so, die Frau macht für den Mann das Bento und gibt sich beim Bento Mühe oder so und da steckt die Liebe drin und über das Bento wird die Liebe so hintenrum vielleicht ein bisschen an den Mann gegeben. Die Frage ist natürlich immer, versteht der Mann das auch? Keine Ahnung. So, und der Mann versucht vielleicht der Frau eine Tasche zu kaufen oder ein Accessoire und versucht die Liebe damit irgendwie so herüberzubringen und zu sagen, guck mal, ich habe an dich gedacht, hier für dich. Ob die Frau das in dem Punkt versteht oder nur die Tasche sieht, keine Ahnung, schwer zu sagen. Aber ich glaube, das ist der größte Punkt. Wir benutzen kein Wort. Ja. Ja, das stimmt. Ihr sagt nichts. Ihr macht das durch Handlung, ne? Durch Handlung wird Liebe gezeigt, durch Handlung wird gezeigt, wie, an welchem Stand man ist, ob man einen mag oder nicht. Was würdest du denn sagen, ist das größte Problem, was vielleicht internationale Paare haben? Sprachen. Sprache, ja. Barriere. Sprachbarriere. Stimmt, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ne? Denkst du, es ist... Denkst du, wir könnten uns auch auf Englisch komplett unterhalten oder denkst du, es ist gut, dass ich Japanisch gelernt habe und du Deutsch? Mm. Warum? Weil auf Englisch kann ich nicht alles sagen. Ja. Weil ich nicht Muttersprachler, nur Sprachlerin bin. Und auf Deutsch kann ich auch nicht alles sagen, was ich sagen möchte. Zum Beispiel gerade eben... Ich habe versucht, Zukusu zu erklären, aber ne,
Das ging ja nicht. Das ging nicht. Und du kannst auch nicht alles auf Japanisch sagen. Ja, klar. Obwohl du so 95% sagen kannst, ne? Ja. Aber man kann immer mehr verstehen, als selber ja, sagen. Ja. Deswegen. Man sollte so eigene Muttersprache sagen. Und der andere sagt auch, ne? Seine Muttersprache. Und dadurch kann man besser verstehen, was er denkt, wie er denkt. Ja. Ja, das stimmt, ja. Weil man halt mehr ausdrücken kann in der Muttersprache und das Gegenüber versteht das meistens. Und dadurch kann man sich besser unterhalten. Das denke ich auch. Wir kennen ja auch einige, ja, internationale Paare, die in Düsseldorf vielleicht gelebt haben, Deutsche, Japaner, die auf Englisch reden. Und das klappt ja nicht so gut. Auch im Business dann, ne, wenn die Business machen und oder so, versteht das auch nicht. Wenn wir nur auf Deutsch reden geredet hätten, ja, dann hätten wir nicht so uns nicht so gut verstanden. Ja, das denke ich auch. Ich glaube, mit der Sprache versteht man auch die Kultur besser. Mhm. Wenn du Deutsch lernst, verstehst du auch ein bisschen der deutschen Kultur, weil die Kultur in der Sprache mit drin steckt, ja, und auf Japanisch genauso. Ja. Und so kann man viel besser miteinander, ja, kommunizieren und über Probleme auch wieder reden und so. Stimmt, ja, Sprache ist echt... Also lernt Japanisch, wenn ihr eine japanische Frau oder Mann habt, und lernt Deutsch, wenn... Ja, okay, das verstehen die Japaner dann ja jetzt nicht. Deutsche Baubankerstücke kudasai. Versteht zwar keiner, aber ja, das finde ich auch. Gibt es sonst noch irgendwas, von dem du sagen würdest, dass es wichtig ist, wenn jetzt zum Beispiel ein deutscher Mann oder eine deutsche Frau das Video hier sieht und überlegt mit einem Japaner oder Japanerin, wo man drauf achten sollte? Was du sagen würdest, da muss man drauf achten, das ist wichtig. Also wie du gemacht hast, Deutsche, mhm, sollten Japaner mehr flagen, damit Japaner darüber denken können oder anfangen zu denken, was Problem in der Beziehung, mhm, ist oder was man nicht machen sollte oder so. Weißt du, was ja, ich meine? Ja, doch, das stimmt. Ich erinnere mich am Anfang, als wir zusammen waren, du hast halt extrem wenig gesprochen und vielleicht einige Themen oder so wie Liebe und Beziehung und so, das sind Themen, über die spricht man in Japan nicht, und du hattest vielleicht auch ein bisschen Hemmungen. Dir war vielleicht peinlich, darüber zu sprechen. Und das ist, denke ich, auch wichtig, dass man vielleicht dann als tendenziell offenerer Mensch aus Deutschland viel fragt und dem Gegenüber das Gefühl gibt, dass es okay ist, über diese Themen auch zu sprechen. Dass das nicht peinlich ist und dass man auch nicht böse ist. Und das hilft, wenn man Fremdsprache kann. Ja. Weil auf Fremdsprache, ja, kann man einfacher reden, ja, weil man kein so Gefühl hat. Ja, man hat nicht diese emotionale Connection zur Sprache. Weshalb ich auf Japanisch könnte ich Schimpfwörter zu Japanern sagen, ohne dass ich mir was dabei denke. Also ich habe diese emotionale Connection nicht, aber wenn ich auf Deutsch sage, du, dann hat man halt, man meint es so, wie man es auch, ja, sagt. Ja, zum Beispiel Arschloch oder so. Das, ja, darf man sagen. Ja, ich glaube schon. Du kannst das einfach sagen, ohne dir was dabei zu denken, ne? Ja. Ja, das kommt einfach so raus. Das ist für mich ein lustiges Wort. Ja, das stimmt. Deswegen ist es auch wichtig, dass man die Sprache gegenseitig kann, weil ich kann zum Beispiel auf Japanisch Mayu dann Dinge sagen, über die ich vielleicht auf Deutsch gar nicht so gerne sprechen wollen würde, weil es mir zu peinlich wäre. Und genauso andersrum kannst du dann auf Deutsch versuchen, über diese Dinge zu reden, was dir auf Japanisch zu peinlich wäre. Und so, ja, kommt man dann halt ganz gut, glaube ich, zueinander und kann besser kommunizieren und sich auch viel, viel besser verstehen und Probleme angehen. Ja, also Sprache wichtig. Kulturelle Unterschiede erkennen wichtig. Wissen, dass Japaner viel hintenrum und indirekt machen, ist, denke ich, auch sehr wichtig für eine Beziehung mit einem Japaner oder einer Japanerin. Das kann als Deutscher schon mal oder als Deutsch ein bisschen frustrierend sein, weil nicht so viel zurückkommt, auch auf emotionaler Ebene. Es kommt nicht so viel zurück. Man denkt sich, was ist da los? Aber man muss daran denken, dass das normal ist in Japan, ne? Dass die das eben so machen. Ne, du sagst immer zu mir, du bist ja kalt und so. Ja, Mayu ist manchmal ein bisschen kalt, so, obwohl sie gar nicht so kalt ist aus japanischer Sicht, sondern wenn man dich mit anderen Japanern vergleicht, glaube ich, bist du sehr warmherzig. So, weißt du? Da würden, ja, weil du halt offener bist und weil du auch über solche Themen redest, mhm, und mal sagst, ich liebe dich oder so. Das würden Japaner ja so in der Regel nicht machen.
Da würden, glaube ich, die anderen Japaner sagen, oh, die ist aber dabu dabu und so, die ist aber sehr warm. So meine Freundinnen oder so denken, dass wir sehr gute Beziehung haben. Ja. Und ja, alle möchten, dass die Liebe wie bei uns. Wie bei uns. Ja, und aus deutscher Sicht würde aber man... Aber alle denken, dass du Ausländer bist, so dass die Liebe besser funktioniert. Aha. Weil Japaner denken, Europäer sind mehr, also sind romantischer und bla bla bla, weißt du? Ja, okay, das ist vielleicht auch nur so ein Vorurteil. Sagen mehr so, ich liebe dich und so. Ja, das stimmt, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Ja, das würde ich auch sagen. Deswegen, das funktioniert gut. Meine Freundinnen wollen ja nicht mit Ausländern, ne? Vielleicht sollten sie mal probieren. Ja, aber wenn sie kein Interesse haben... Ja, klar, dann bringt Probieren auch nicht viel. Das stimmt, ja. Also das, aus deutscher Sicht kann das vielleicht manchmal ein bisschen frustrieren, wenn da nicht so viel zurückkommt. Was los, Mayu? Bei den anderen Videos habe ich vergessen zu sagen. Was denn? Dass Europäer oder ausländische Gesichter... Ah, schön sind. Ja, das ist im Grunde auch schon das. Also lernt die Sprache, das ist, denke ich, ganz wichtig. Und ihr müsst reden. Wenn ihr in einer internationalen Beziehung seid, ihr müsst reden. Die Sprache lernen und die Kultur lernen. Ja, und sich selber auch lernen, wie, auf welchem Land man kommt und so. Ja, man muss seine eigenen... Durch dich habe ich auch Japan kennengelernt. Ja klar, weil man die Unterschiede kennenlernt und man selbst feststellt, wie bin Bisher ich eigentlich. Bisher habe ich gedacht, dass die Dinge ganz normal sind. Aber... Die waren gar nicht normal. Nein, gar nicht normal. Ja, das stimmt. Und ja, und zum Beispiel Dashi oder so, wenn ich erklären muss, dann denke ich darüber nach, was Dashi ist. Was ist das eigentlich? Ne? Ja, und ich weiß gar nicht, was Dashi ist, weil ich einfach ganz normal einfach so als Dashi benutzt habe. Ja. Ich wusste nicht, dass das Fisch drin ist. Ja, das ist so. Ne? Das stimmt, ja. Deswegen, durch den Partner lernt man auch die Kultur von der Land. Vom Heimatland kennen. Ja, definitiv. So. Das denke ich auch. Also das ist auch schön für einen selber, ne? Man kann eine Menge lernen. Das stimmt. Also redet auf jeden Fall miteinander und auch wenn der oder die Japanerin nicht so oft redet, versucht durch Fragen... durch ein bisschen geschickt im Reden, das hinzubekommen, dass ihr irgendwie redet, weil ich denke, das ist wirklich wichtig für eine internationale Beziehung. Und ich glaube auch, dass den Japanern generell das ein bisschen besser oder gut tun würde, wenn sie mehr reden. Also auch in japanischen Beziehungen, wenn ich andere japanische Paare oder so beobachte, ich finde, die leben irgendwie, die wohnen zusammen, aber irgendwie leben die nicht zusammen. Weißt du, was ich meine? Die haben halt die gleiche Wohnung, aber das war's. So, jeder macht seine eigenen Geschichten und geht auseinander, weil die Frau regt immer mehr auf, was der Mann macht. Der Mann sagt immer, ich hasse die Frau, die regt mich auch auf mittlerweile. Und nie sprechen die miteinander und lösen das Problem, weil auch Japaner untereinander nicht immer so gut verstehen können, was der andere vom einen will, weil dann zu viel hintenrum ist. Ja, und bei dem internationalen Paar einfache Macht ist, weil wir so ganz anders sind, können wir ja darüber sprechen. Ja. Aber Japaner denken, Japaner sind gleich. Man hat nicht so viel Charme und es ist einem nicht so peinlich, über Dinge zu reden, weil man weiß, der andere hat einen anderen Background. Und dann denkt man, ach ja, ist ja eh ein Japaner, ist kein Deutscher, mir muss das nicht peinlich sein. Und bei dir dann, ist ja ein Deutscher, dann muss ja nicht peinlich sein, kann ich mal machen. Das stimmt, also es gibt auch, finde ich, viele Chancen in so einer internationalen Beziehung, auch mit dem Japaner, Japanerin. Und ja, eben auch offener generell zu sein als Mensch. Nun gut, möchtest du noch irgendwas sagen oder hast du alles gesagt? Vielleicht. Man weiß nie. Ja. Ich habe gar nicht in die Kamera geguckt. Nee, ist doch nicht schlimm. Wir reden ja miteinander, ne? Weißt du Bescheid? Alles klar, ja, das war's von diesem Video. Ja. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schaut in die Videobeschreibung, da gibt's einen Link, über den ihr unsere Arbeit durch eine direkte Spende unterstützen könnt. Es gibt meinen Amazon-Affiliate-Link, über den ich eine Provision bekomme. Ihr zahlt keinen Cent mehr, wenn ihr darüber was auf Amazon kauft. Und es gibt Online-Kurse, falls ihr Japanisch lernen wollt. Das ist der erste Schritt zu einer japanischen Beziehung. Wisst ihr Bescheid?
Ja, ich habe auch Instagram-Account. Mai hat Instagram-Account, können auch gerne vorbeischauen. Twitter auch. Was noch? Mai hat alles. Alles. Das war's. Ich habe keinen Kanal. Kanal, aber du bist ja hier mit drauf, deswegen das okay. Ja. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.